Flughafen ist eine immerwährende, ja fast unendliche Geschichte hier in diesem Haus. Wir haben schon viele Rederunden dazu gemacht und es sind weitere notwendig. Denn jeden Tag passiert irgendwas, erfahren wir Neues, was gut ist oder was schlecht ist. Und gerade die letzten Wochen haben uns ein denkwürdiges Schauspiel vorgeführt, das Zickzack des regierenden Bürgermeisters, das Zickzack des Senates, raus aus dem Aufsichtsrat, rein in den Aufsichtsrat, Vorsitz beim regierenden Bürgermeister, doch lieber in die Gesellschafterversammlung oder ein Sondergremium. Wo ist er jetzt gerade? Er ist nicht da, aber wir wissen, er hat sich entschlossen, den Vorsitz übernehmen zu wollen im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft. Und wir hoffen, dass vor der Aufsichtsratssitzung diese Entscheidung auch nicht wieder revidiert wird. Und das wäre schon wichtig, hier mal zu erfahren. Vielleicht können Sie, Herr Henkel, Sie sind ja auch im Aufsichtsrat, das mal mitteilen. Herr Kollege, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir zu Beginn der Sitzung der regierende Bürgermeister sowie die Fraktionsvorsitzenden entschuldigt sind, weil sie an der Veranstaltung 10 Jahre Holocaust. Das ist auch völlig in Ordnung, Herr Präsident. Ich habe auch gar nicht gesagt, er soll herkommen. Nein, ich habe nur gesagt, Sie haben es aber kritisiert, dass er nicht da ist. Er möge sich bitte nicht wieder umentscheiden, bevor die Aufsichtsratssitzung stattgefunden hat, dort den Vorsitz zu übernehmen. Nur darum geht es. Und ich habe Herrn Henkel als Anwesenden gebeten, uns vielleicht dazu hier Auskunft zu geben. So. Dieser ganze denkwürdige Vorgang, meine Damen und Herren, hat begonnen im August vor 8 Monaten. Vor 8 Monaten hat der regierende Bürgermeister Wovereit seinen Rücktritt erklärt und auch den Rücktritt aus dem Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft angekündigt. In dieser Phase, also ein Zweidritteljahr, hat es der Senat von Berlin nicht geschafft, hat es die Brandenburger Landesregierung nicht geschafft, hat es auch der Bund und der Verkehrsminister Dobrindt nicht geschafft, sich darüber zu einigen, wie man eigentlich diese Gesellschaft führt, wie man die beaufsichtigt und was eigentlich so eine Gesellschafterversammlung zu tun hat und, meine Damen und Herren, was eigentlich die Interessen der Gesellschafter sind. Die Interessen Berlins, die Interessen Brandenburgs und die Interessen des Bundes. Und dieses Dilemma, nennen wir es mal so, dieses Dilemma ist, glaube ich, eine der Ursachen für den ganzen Ärger, für das Organisationsversagen im Umfeld der Eröffnung 2012 und für all die Probleme, die wir seitdem haben. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Matuschek? Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Herr Otto, es liegt ja auch ein Vorschlag vom Präsidenten des Landesrechnungshofs Brandenburg vor, die verschiedensten parlamentarischen Ausschüsse der 3 Gesellschafter zusammenzulegen, dann könnten sich ja über den parlamentarischen Weg die Gesellschafter vielleicht mal einigen auf eine einheitliche Strategie zum Flughafen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Sehr geehrte Kollegin Matuschek, natürlich ist es sinnvoll, dass sich auch die Parlamentarier, das sind ja wir hier alle und das sind die im Brandenburger Landtag und das sind die im Bundestag, zusammentun und darüber nachdenken, wie man in der Sache weiterkommen kann. Aber, das sei hier gesagt, der erste Schritt, der liegt beim Senat von Berlin, bei der Brandenburger Landesregierung und bei Herrn Dobrindt. Und dass die sich nicht einigen können, meine Damen und Herren, ist wirklich für dieses gemeinsame Projekt fatal. Wenn der Herr Voigt gesagt, ich gehe nicht in den Aufsichtsrat, da ist der Eindruck entstanden in der Öffentlichkeit, der will sich verstecken. Wenn der regierende Bürgermeister 4 Monate hin und her schwankt und jetzt quasi als Flucht nach vorn oder Himmelfahrtskommando sagt, er macht's doch, dann ist das eine Einzelentscheidung. Das haben wir ja gesehen. Die anderen haben sich bemüht zu erklären, Herr Henkel, Herr Brettschneider und andere haben sich bemüht zu erklären, wir würden ihn unterstützen. Offensichtlich war das vorher nicht der Fall. Meine Damen und Herren, das ist ein Dilemma und da müssen wir den Senat hier in die Pflicht nehmen, um da rauszukommen. Sie müssen besser mit den anderen sprechen. Sie müssen diplomatisches Geschick an den Tag legen. All das ist bisher nicht geschehen. Aber lassen Sie uns vielleicht den Blick noch ein bisschen weiten. Wir haben heute erfahren von Herrn Müller, er hat jetzt eine Abteilung, ein Referat mit 8 Leuten im Roten Rathaus gegründet, die ihn unterstützen sollen in dieser Arbeit. Das ist ja ein sinnvoller Schritt. Der Vorgänger, Herr Wovereit, hat uns hier mehrere Jahre lang erklärt, er mit seinen 2 Leuten hat alles im Griff. Dass das nicht so war, haben wir alle gesehen, schmerzlich 2012, schmerzlich 2013, schmerzlich 2014. Das war nichts. Und jetzt macht der Herr Müller das anders. Das ist, glaube ich, eine Feststellung. Es ist sehr spät
viele hundert Millionen Euro zu spät. Aber wir sollten attestieren, er bemüht sich und versucht hier mit ein paar eigenen Leuten was auf die Beine zu stellen. Aber auch da fällt ja auf, wenn Sie vor zwei Tagen in der Zeitung gelesen haben, der Bund macht das jetzt auch. Der macht jetzt auch eine eigene Abteilung mit 10 Leuten. Müller macht eine mit 8. Gut, der Bund ist ein bisschen größer. Warum machen die das nicht gemeinsam? In diesem Antrag haben wir vorgeschlagen, ein externes Controlling einzurichten, was den Gesellschaftern, den Aufsichtsräten zuarbeitet. Das muss man doch gemeinsam tun. Wenn jetzt jeder seine eigene Abteilung aufbaut, ist das vielleicht schön. Das qualifiziert auch die Arbeit, zumindest meine Hoffnung. Aber gemeinsam. Dieses Projekt scheitert unter anderem daran, dass die drei Gesellschafter nicht zusammenarbeiten und sich nicht einig sind. Meine Damen und Herren, und das muss sich ändern, und da erwarten wir viel vom Senat. Wir haben uns kürzlich im Hauptausschuss mit den Finanzen befasst und wir haben darüber diskutiert, wie das eigentlich ist, wenn man jetzt über 2 Milliarden Euro als Beihilfe beantragt hat bei der EU, also eine Genehmigung bei der EU, dass man so eine Beihilfe geben darf als Gesellschafter. Und da ist deutlich geworden, die haben diesen Antrag geschrieben, der liegt uns nicht vor als Parlament. Das ist erstmal bedauerlich, wir haben das verlangt, wir erwarten auch vom Senat, dass der uns vorgelegt wird. Aber was soll eigentlich genau mit diesem Geld passieren? Da sind viele Lücken, das konnte nicht beantwortet werden. Wir haben auch zum Beispiel keinen Businessplan. Wir wissen nicht, wann die Flughafengesellschaft und ob überhaupt jemals das ganze Geld, was wir da reingesteckt haben und was man an Krediten aufgenommen hat, wieder refinanziert werden soll. Dieser Businessplan liegt bis heute nicht vor. Die Aufsichtsratssitzung, die sich damit befassen wollte, ist abgesagt worden, verschoben auf Juli. All das, meine Damen und Herren, sind keine guten Zeichen. Und deshalb müssen wir das heute hier besprechen. Wir haben in diesem Antrag, der liegt hier schon ein paar Tage, aber es ist interessant, er ist immer noch aktuell, verschiedene Punkte aufgeführt. Das Controlling, ein Bericht ans Abgeordnetenhaus. Dann haben wir die Geschichte mit Transparency hier reingeschrieben. Als dieser Antrag verfasst wurde, da haben wir noch nicht gewusst, es kommt ja immer schlimmer. Da haben wir noch nicht gewusst, dass Transparency International die Zusammenarbeit mit der Flughafengesellschaft aufkündigen wird. Aufkündigen wird, weil die Flughafengesellschaft quasi die renommierteste Organisation, die wir in Deutschland auf diesem Gebiet haben, bei Korruptionsfällen nicht informiert. Und wir waren entsetzt, als wir erfahren haben, dass Transparency sagt, den Vertrag mit der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, den kündigen wir, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Der Kampf gegen Korruption dort ist nicht ehrlich. Meine Damen und Herren, das führen sich bitte noch mal zu Gemüte. Das ist ein Skandal an sich und ich glaube, auch das muss hier noch einmal benannt werden. Ich will zum letzten Punkt kommen. Meine Damen und Herren, hier wird sicherlich gleich von den Kolleginnen und Kollegen gesagt werden, das ist alles unnötig. Die Fragen der Bündnisgrünen, die würden das Fertigstellen des Projektes aufhalten und was wir uns hier bei diesen Gelegenheiten immer mussten anhören von Herrn Friederizzi oder Herrn Kreins. Ich erwarte das schon. Aber das ist nicht schlimm, meine Damen und Herren. Es ist auch nicht schlimm, wenn Sie diesen Antrag vielleicht ablehnen. Denn man kann das noch mal rückblickend durchgehen. Das Allermeiste, was wir hier in dieser Angelegenheit beantragt haben im Parlament, hat sich über kurz oder lang eingestellt, hat der Senat über kurz oder lang gemacht. Ich erinnere Sie daran, dass wir beantragt haben, hier den regierenden Bürgermeister Wovereit abzulösen. Das ist passiert. Ich erinnere Sie daran, dass wir hier beantragt haben, dass die Flughafengesellschaft einen Finanzvorstand braucht. Das ist passiert. Ich erinnere Sie daran, dass wir hier gesagt haben, hört doch bitte auf mit dem Erweiterungsdebattieren. Der Flughafen, der muss so fertiggestellt werden, wie er genehmigt ist und wie er gerade im Bau ist. So muss der fertiggestellt werden. Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der neue Geschäftsführer, Herr Mühlenfeld, genau das sich zu eigen gemacht hat in der vergangenen Woche. Der Herr Mühlenfeld hat erkannt, als erster der Geschäftsführer in der ganzen langen Reihe, da muss man sagen, der Mann hat was verstanden, als erster in der langen Reihe der Geschäftsführer, dass man erst fertig bauen muss, bevor man Luftschlösser baut, bevor man erweitert und bevor man davon träumt, dass dieser Flughafen noch mal doppelt so groß werden muss. Meine Damen und Herren, Sie sehen, vieles, was wir als Bündnis 90 Die Grüne hier auf den Tisch gelegt haben, beantragt haben, gefordert haben, das stellt sich ein. Aber, meine Damen und Herren,
Sie könnten es diesmal beschleunigen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Ich vermute, das spart uns viel Geld. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.